Das hier ist Moray Crumbly, eine Kleinstadt an der Westküste von Großbritannien. Nicht weit entfernt vom Meer steht hier diese Doppelhaushälfte. Auch wenn sie von außen aussieht wie ein gewöhnlicher Altbau, ist sie von innen absolut einzigartig. Der Altbau ist nämlich das Zuhause der Redford Family. Mit aktuell sage und schreibe 21 Kindern und den beiden Eltern Noel und Sue Redford gilt die Redford Family als eine der größten Familien der Welt und ist somit nicht nur in ihrem Heimatort, sondern in ganz Großbritannien eine echte Berühmtheit. Wie man sich vorstellen kann, ist das Leben und der Alltag der Familie mit 23 Familienmitgliedern aber alles andere als gewöhnlich. Dies liegt nicht nur daran, dass bei 21 Kindern immer Action und nie Ruhe ist. Auch so einfache Angelegenheiten wie das Frühstücken, das Wäschewaschen oder andere Haushaltssachen laufen ganz anders ab als bei normalen Familien. Ganz zu schweigen natürlich von besonderen Angelegenheiten wie Ausflügen, Urlauben oder auch dem Weihnachtsfest. In diesem Video wollen wir euch also in das verrückte Leben der Redfords mitnehmen. Wir zeigen euch, wie ein Tag in ihrem Leben abläuft, aber auch wie es dazu kam, dass Sue und Noel 21 Kinder bekommen haben. Und wie die Familie überhaupt über die Runden kommt. Also bleibt dran, hier bei Wissenswert. Ach, und schreibt uns bei der Gelegenheit doch mal in die Kommentare, wie ihr es fändet, in einer so großen Familie zu leben und ob ihr selber Lust hättet, mal eine Großfamilie zu gründen. Wir sind gespannt. Bevor wir genau auf den Tagesablauf und den Alltag der Redfords eingehen, wollen wir wie gesagt einen Blick in die Vergangenheit werfen und schauen, wie es zur Redford Family kam. Noel und Sue Redford wohnen beide schon seit ihrer Kindheit in Moray Crumbly. So lernten sie sich bereits in ihrer Jugend kennen und wohnten tatsächlich nur zwei Straßen voneinander entfernt. Als Sue 14 und Noel 18 war, ereilte das junge Pärchen dann eine schockierende Überraschung. Sue war von Noel schwanger, die beiden erwarteten ein Kind. Auch wenn sich das Paar damals noch gar nicht lange kannte, wuchsen sie dadurch enger zusammen und entschieden sich, das Kind zu bekommen und die Herausforderung anzunehmen. So bekamen die beiden also ihre älteste Tochter Sophie. 4 Jahre später wurde Sue dann erneut schwanger und erwartete schon ihr zweites Baby. Ein Jahr darauf kam dann bereits das dritte Kind. Auch wenn sich das Paar zuvor vorgestellt hatte, nicht mehr als 3 Kinder zu bekommen, fanden sie durch die ersten Kinder so großen Gefallen am Kinderkriegen und am Elternsein, dass sie sich entschlossen, es einfach fortzusetzen. Bis Noel, der Vater der Familie, Mitte 30 war, bekamen die beiden somit 13 Kinder, fast immer nur mit einem Abstand von einem Jahr. Während dieser Zeit machte das Pärchen übrigens noch ein Schnäppchen. Im Jahr 2004 kauften die beiden Eltern nämlich für nicht mal ganz 300.000 Euro ein ehemaliges Kinderheim, was sie dann zu ihrem Zuhause umbauten. Nach dem 13. Kind im Jahr 2007 entschied sich das Paar dann einen Cut zu machen. Und zwar im wahrsten Sinne des Wortes. Denn Noel unterzog sich damals einer Vasektomie, sodass das Paar danach keine gemeinsamen Kinder mehr bekommen konnte. 2 Jahre hegten die beiden also keine weiteren Kinderwünsche. Dann jedoch kam Noel zu einem Sinneswandel. So entzog er sich einer Refertilisation, machte die Vasektomie also rückgängig. Seitdem bekam das Paar bis zum heutigen Tage weitere 8 Kinder und erwartet tatsächlich momentan das 22. Kind, denn die inzwischen 44-jährige Sue ist mal wieder schwanger. Kommen wir jetzt aber zu der Frage, wie ein Tag im Leben der Redfords genau aussieht. Der Tag im Haus der Familie beginnt jeden Morgen pünktlich um 6.30 Uhr. Dann kommen die Kinder aus ihren Zimmern und versammeln sich zum Frühstück in der Küche. Zum Frühstück gibt es bei den Redfords üblicherweise Müsli oder Cornflakes, da dies gleich mehrere Vorteile mit sich bringt. Zum einen kann sich jedes Kind sein Frühstück selbst herrichten und außerdem ist es relativ günstig, auch wenn die Redfords ca. 16 Liter Milch pro Tag verbrauchen. Nach dem Frühstück ist es dann Zeit für die Schulkinder der Familie, sich umzuziehen. 12 der 21 Redford-Kinder gehen nämlich zur Schule. Die anderen sind entweder schon fertig mit der Schule oder noch nicht im Schulalter. Da es in den meisten britischen Schulen eine Uniformspflicht gibt, plant die Familie alleine für das Fertigmachen für die Schule rund eine halbe Stunde ein. So entsteht zum Beispiel jeden Morgen eine echte Warteschlange vor dem Badezimmer. Die Schulkinder werden dann von Vater Noel mit dem Familienvan zur Schule gefahren. Noel fährt dann weiter zur Arbeit. Er betreibt eine eigene Bäckerei und Konditorei, die in Moray Crumbly sehr erfolgreich ist. In seiner Bäckerei hilft übrigens auch die 23-jährige Chloe ihrem Vater aus. So schafft es Noel tatsächlich allein mit seiner Bäckerei, die gesamte Familie zu versorgen und das ohne Sozialhilfe oder andere Zuschüsse in Anspruch zu nehmen. Während die Kinder in der Schule und Vater Noel auf der Arbeit sind, ist Mutter Sue zu Hause und kümmert sich vor allem um den Haushalt. Und der hat es bei den Redfords in sich. Jeden Tag wäscht die Mutter 3-mal die Wäsche und das mit einer Industriewaschmaschine, die eine Füllmenge von ca. 18 Kilo hat. Außerdem nutzt die Mutter den Vormittag, um einkaufen zu gehen.
Aufgrund des enormen Lebensmittelbedarfs der Redfords geht sie dabei aber nicht bloß einmal die Woche für einen großen Wocheneinkauf in den Supermarkt. Stattdessen macht sie täglich einen Einkauf, der bei anderen Familien für eine ganze Woche reichen würde. Beim Einkaufen sind die Redfords übrigens echte Sparer. So greifen sie auf verschiedene Apps zurück, um immer die günstigsten Angebote zu erhalten. Außerdem hat Vater Noel das Budget für Lebensmittel auf knapp über 400 Euro pro Woche begrenzt, um einen Überblick über die Finanzen zu behalten. Wenn Sue vom Einkauf zurück ist, kümmert sie sich um die restlichen Angelegenheiten des Haushalts, wie zum Beispiel die Küche und auch die Tiere der Familie. Denn neben den 21 Kindern hat die Familie auch 3 Hunde und 6 Hühner. Außerdem bügelt sie täglich. Neben dieser Haushaltstätigkeiten kümmert sich die Mutter aber natürlich auch um ihre 4 jüngsten Kinder, die vormittags noch zu Hause sind. Dabei erhält sie übrigens auch oft Unterstützung von ihren Eltern. Im Laufe des Nachmittags kommen die Kinder dann nach und nach nach Hause. Abgesehen davon, dass die Kinder ihre Hausaufgaben erledigen und sich dabei gegenseitig unterstützen, bricht dann für gewöhnlich im Hause der Redfords komplettes Chaos aus. Die Kinder toben miteinander, prügeln sich häufig und finden andauernd eine Beschäftigung. Sowohl die Eltern als auch die Geschwister sind sich dabei einig, dass es mit der großen Familie nie langweilig wird. Mutter Sue und Vater Noel praktizieren dabei einen sehr lockeren Erziehungsstil und lassen ihren Kindern viel Freiraum. Außerdem hat es sich bei den Redfords so eingebürgert, dass die älteren Kinder mehr und mehr Verantwortung übernehmen und auch im Haushalt helfen und vor allem auch ihre kleineren Geschwister beaufsichtigen. Seit circa 2 Jahren hat die Familie übrigens ein weiteres gemeinsames Hobby, welches sie in ihren Alltag unterbringt. Die Redfords betreiben nämlich inzwischen einen eigenen YouTube-Kanal und einen Instagram-Account, auf welchem sie Eindrücke aus ihrem Alltag veröffentlichen und der sie inzwischen auch finanziell ein bisschen unterstützt, da sie dort öfter Werbung für Haushaltsgeräte und ähnliches platzieren. Am späten Nachmittag, Noel ist inzwischen von der Arbeit zu Hause, beginnt für den Familienvater dann die größte Herausforderung des Tages. Und zwar sorgt er nun als Chefkoch der Familie für das Abendessen, die einzige warme Mahlzeit der 21 Kinder am Tag. Die Herausforderung dabei ist nicht nur die Menge abzuschätzen, sondern auch dafür zu sorgen, dass die Mahlzeit preislich im Budget bleibt. Nach eigenen Angaben schafft er es inzwischen, ganze Mahlzeiten für alle Familienmitglieder zu kochen, die ihn umgerechnet weniger als 15 Euro für alle kosten. Seine Rezepte sind dabei so ausgeklügelt, dass er inzwischen Kochvideos auf dem YouTube-Channel der Familie veröffentlicht, in denen er leckere Gerichte zeigt, die man in großen Mengen günstig kochen kann. Nach dem Abendessen werden die jüngeren Kinder dann ins Bett gebracht, während alle anderen den Abend bei ihren Lieblingsbeschäftigungen ausklingen lassen und dazu häufig jeder auf ihre Zimmer gehen. Übrigens hat natürlich nicht jedes Redford-Kind ein eigenes Zimmer. Stattdessen teilen sich die 2 jüngsten Töchter ein Zimmer, die etwas älteren Söhne Oscar und Max teilen sich ein weiteres, die 4 mittelalten Töchter Ellie, Tilly, Millie und Amy teilen sich ein weiteres und auch die 4 Jungs Josh, James, Luke und Tom teilen sich ein weiteres Zimmer. Nur die ältesten noch zu Hause lebenden Geschwister Chloe und Jack haben tatsächlich ihr eigenes Zimmer. Und das war dann ein normaler Tag im Leben der Redfords. Aber natürlich ist nicht jeder Tag bei den Redfords vollkommen alltäglich. Denn ob man es glauben mag oder nicht, in den letzten Jahren haben die Redfords tatsächlich regelmäßig Urlaub gemacht, oft in gigantischen Ferienhäusern. Dabei waren sie unter anderem sogar in Florida und im australischen Outback und das, obwohl sich das Fliegen mit 21 Kindern äußerst schwierig gestaltet und auch sehr teuer ist. Für ihre Reisen wurden die Redfords allerdings vom britischen Medienunternehmen ITV unterstützt und somit auch von Kamerateams begleitet. Außerdem gibt es bei den Redfords logischerweise regelmäßig Geburtstage. Alleine für die Geburtstagsgeschenke der Kinder gibt Vater Noel pro Jahr rund 3.500 Euro aus. Die Kinder der Redfords sind übrigens alle sehr froh und dankbar, Teil einer so großen Familie zu sein. So hat die älteste Tochter Sophie inzwischen sogar schon 3 eigene Kinder und ihre Eltern damit zu Großeltern gemacht. Allerdings gibt es auch andere Redford-Kinder, die selber später keine Kinder wollen. Sue und Noel geben sich in Interviews jedoch absolut glücklich mit ihrer Großfamilie und sagen, dass das Kinderkriegen und Großziehen für sie wie eine Sucht sei. Wann das britische Paar aufhören wird und ob die aktuelle Schwangerschaft Sues letzte sein wird, können sie allerdings noch nicht sagen. Trotz aller Herausforderungen und möglicher Bedenken kriegen die Redfords, wie ihr seht, ihr Familienleben aber bestens gemanagt. Und das war's mit der Redford Family und ihrem einzigartigen Lebensstil als die größte Familie. Schreibt uns wie gesagt in die Kommentare, wie ihr es findet, in so einer Familie zu leben und ob ihr euch vorstellen könntet, später selber mal viele Kinder zu bekommen oder vielleicht sogar schon habt. Ansonsten liked dieses Video, wenn es euch gefallen hat und abonniert Wissenswert für mehr. Bis zum nächsten Mal dann, hier bei Wissenswert. Hier